Myome gehören zu den häufigsten gutartigen Veränderungen der Gebärmutter. Typische Folge von Myomen sind verstärkte oder auch verlängerte Blutungen, die dann dazu führen, dass der Frauenarzt aufgesucht wird mit der Frage, was kann man gegen Myomen tun. Die typische Therapie bei Myomen, wenn sie entsprechende Symptome hervorrufen, ist eine operative Behandlung, bei der entweder die Myome entfernt werden oder bei Frauen mit abgeschlossener Familienplanung gegebenenfalls auch ein Teil der Gebärmutter. Solche Eingriffe führen wir heute in der Regel endoskopisch durch, das heißt über eine kleine Kamera schaut man in den Bauchraum rein und kann dann mit Hilfseinstichen Instrumente einführen, über die Myome oder auch die Gebärmutter entfernt werden. In den Fällen, in denen Myome besonders groß sind oder in denen durch beispielsweise Voroperationen, Verwachsungen eine endoskopische OP nicht möglich ist, muss dann allerdings gewechselt werden auf eine offene Operation. In manchen Fällen kann man aber auch einen Eingriff vaginal durchführen.